Wir hatten ja letzte Woche schon die Causa Campact und Wahlkampfunterstützung für die Grünen im Kontext des Landtagswahlkampfs in Thüringen. Jetzt bekannt geworden, dass Campact ebenfalls in den brandenburgischen Landtagswahlkampf eingegriffen hat, ebenfalls mit einer Spende in sechsstelliger Höhe, genau gesagt 186.000 plus entsprechende Wahlaufrufe. Und Hauptprofiteur sind erneut die Grünen. Die mit Abstand größte Summe, 75.000 Euro, erhält die Grüne Marie Schäfer für ihren Wahlkampf um ein Direktmandat in Potsdam. Da würde mich interessieren, Herr Büchner, wie bewertet denn der Kanzler es, dass ein grün geführtes Ministerium, also das Familienministerium, einer Tochtergesellschaft von Campact über 2 Millionen Euro seit 2021 dazukommen lassen und Campact im Gegenzug einen Wahlkampfaufruf und relevante Wahlkampfspenden in sechsstelliger Höhe genau an die Partei tätigt, die dem Ministerium vorsteht und das auch noch zulasten der SPD-Kandidatin in dem Wahlkreis in Potsdam? Mir liegt da keine Bewertung vor. Frage? Ja, aber wie bewertet der Kanzler es denn grundsätzlich, wenn ein Ministerium einen Verein fördert, der im Gegenzug Wahlkampfspenden und Wahlaufrufe für eine spezifische Partei tätigt? Dazu muss der Kanzler eine Haltung haben. Auch dazu liegt mir keine Bewertung vor. Gut, dann Frau Jeckels.